Viel Musik und ein außergewöhnliches Farbenspiel. Das war schon eine besondere Show, die es Ende November auf der Bühne des Schützenhauses zu bewundern gab. Der Anlass: das Ruhr-Nähe-Gymnasium Beeskow feierte sein 25-jähriges Jubiläum und wurde bei der Gelegenheit zur UNESCO-Schule ausgezeichnet. Mehr als 10 Jahre arbeiteten unterschiedliche Schülergenerationen und Lehrer auf diese Auszeichnung hin. Verschiedene Voraussetzungen mussten erfüllt werden, um UNESCO-Schule zu werden. Das sind ziemlich viele. Also die müssen sich auseinandersetzen mit diesen 6 Säulen zum Beispiel drin. Demokratieerziehung, Menschenrechtserziehung, digitales Lernen, Global Citizenship, Nachhaltigkeit, Welterbe und. Also das ist eine ganze Menge. Aber das ist sozusagen nur der Boden des Ganzen, auf dem wir uns hier bewegen. Was mir ganz wichtig ist, ist, dass die Jugendlichen, also ihr, euch verantwortlich fühlt für die Gestaltung der Zukunft. Das heißt, ihr seid diejenigen, die Zukunft zu verantworten haben, und wir, die UNESCO-Schulen, sollten euch dafür fit machen. Heinz-Jürgen Rickert ist der Bundeskoordinator aller rund 250 deutschen UNESCO-Schulen. Er überreichte die Ernennungsurkunde, die nun das Ruhr-Nähe-Gymnasium zur UNESCO-Schule macht. Seine Kollegin, die Koordinatorin für die Brandenburger UNESCO-Schulen, Liane Diemer, verfolgt die Entwicklung der Beeskower Schule schon länger. Ich finde, dass die Schule sehr engagiert arbeitet und sich besonders den UNESCO-Themen Nachhaltigkeit, globales Lernen und auch fairer Handel verschrieben hat. Und das finde ich begrüßenswert und sehr unterstützenswert. Wer oder was die UNESCO ist, das konnten die Besucher des Festaktes schon vor der feierlichen Veranstaltung an Infoständen in der Mensa unserer Schule erfahren. Die UNESCO ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, die sich der weltweiten Zusammenarbeit in Sachen Bildung, Wissenschaft und Kultur widmet. Seit 1953 gehören auch Schulen zu dieser Gemeinschaft. Jahr für Jahr arbeiten immer mehr aus unterschiedlichen Ländern unter dem Dach der UNESCO zusammen. Dabei haben die Schulen ein Leitmotiv. Wenn Kriege in Köpfen der Menschen entstehen, dann kann man auch diese Köpfe im Positiven beeinflussen, damit wieder Frieden in den Köpfen der Menschen herrscht. Und der Ansatz der UNESCO-Schulen liegt darin, dass sie international arbeiten, dass sie nachhaltig arbeiten, dass wir, das wisst ihr auch, viel zur Entwicklungspolitik machen, dass wir als Schüler, Schülerinnen auch Benefizkonzerte geben, dass wir immer einen Blick haben, auch für die Schwächeren in der Gesellschaft. Gerade in der heutigen Zeit sind all diese Tätigkeiten besonders wichtig. Das unterstrich Heinz-Jürgen Rickert bei seiner Rede während des Festaktes. Der gesamte Globus wirbelt mächtig, verdreht, aus den Fugen geraten ist er quasi. Klimawandel, unzählige andere Brennpunkte, soziale Ungerechtigkeit, die Arroganz der Industriestaaten, Neokolonialismus von China zum Beispiel, Bürgerkriege und zahllose bewaffnete Konflikte. Außerdem, wir wissen das auch aus den Nachrichten, verkämpfen sich wieder mal 2 politische Hasardeure, dieses Mal aus Washington und Pyongyang, in Wüsten, Drohgebärden und bringen das Schreckensgespenst eines atomaren Angriffs in die Schlagzeilen. Insofern, die Ideen der UNESCO sind wichtiger denn je, und gerade darum brauchen wir jetzt Schulen, die dem Zeitgeist eine andere, pazifistischere Haltung mit ambitionierter, nachhaltig ausgelegter Friedens-, Demokratie- und Menschenrechtserziehung als weithin sichtbares, spürbares Fanal entgegenhalten. Von nun an gehört das Ruhr-Nähe-Gymnasium zu dieser weltweiten Gemeinschaft der UNESCO-Schulen. Alle 5 Jahre muss der Titel verteidigt werden. Die nötigen Berichte dafür wird die UNESCO-Arbeitsgemeinschaft unter der Leitung von Dirk Orth und Katja Orth-Buhl erstellen. Das Lehrerpaar und ihre AG, deren ehemalige Mitglieder auch beim Festakt waren, trugen viel zur Erreichung des Titels UNESCO-Schule bei. Und was bringt dieser Beiname den einzelnen Schülerinnen und Schülern? Das Tempelsymbol, was wir dann bekommen, vielleicht auf eurem Zeugnis habt später, dann werden die Leute nachher sagen, Mensch, wovon kommt denn ihr her, von welcher Schule? Ja, was ist denn das für eine besondere Schule? Ja, das ist eine Schule, die weltweit kooperiert und operiert und die sich wirklich, wo Schüler herkommen, die über den Tellerrand hinausgucken.